Ja, hallo und herzlich willkommen meine lieben LS22-Freunde hier auf meinem YouTube-Kanal und Twitch-Kanal LS22 oder 2022, wie man es sehen möchte, kann man es auslegen, wie der Dachdecker hier, nein Scherz, ich freue mich euch wieder begrüßen zu dürfen hier bei mir und heute machen wir da mal da weiter, wo wir gestern aufgehört haben und zwar mit dem Hühnerstall. Ich wurde gesagt, ne, äh, dass sich der ein oder andere wieder freut hier, äh, auch in die Kommentare, ne, dass ich wieder da bin. <laughs> ja, ne, freu. Ich freue mich auch, ne, äh, dass Sie auch ihr da seid, ne. Ähm, coole Sache von euch, dass ihr mich jetzt da über die Monate nicht vergessen habt, ne. Man ist ja immer schnell weg vom Fenster <laughs> im wahrsten Sinne des Wortes. Nein. Ähm, okay, ich freue mich echt wirklich super. <laughs> Hat mal wieder richtig Bock, ne. Äh, äh, so langsam, ne, dass und das. Kommt auch die Lust wieder, ne? Äh, wenn man merkt, ne, dass so eine gewisse Resonanz kommt, ne, dann, dann hat man da auch wieder richtig Bock, irgendwie ein bisschen was zu tun. Und wir wollen uns heute mal mit diesem äh, Hühnerstall weiter beschäftigen. Ne? Also ich habe jetzt halt den Hühnerstall genommen, ne, weil den brauche ich halt jetzt dann auf der Map jetzt, äh, gerade da hinten, äh, mit dem Hühnerstall und dann bietet sich das an. Im Endeffekt sind alle Tiere gleich, äh, also die. Es ist alles dasselbe, ne? ob das jetzt da die Schweine sind oder die Pferde sind, ne? es ist alles ein und dasselbe. Ähm, so, Also wie man so einen, äh, schwer erkennen kann, ne? wir haben ja uns ja gestern, ähm, oder die, wo gestern nicht dabei waren, äh, haben wir uns ja den Standard äh, Hühnerstall reingeholt hier. Ich habe den schon ein bisschen... Ähm, mal ähm, so für mich die wichtigsten Sachen reingeholt ne was ich brauche mir können wir auch wem das jetzt wirklich irgendwie zu komplex ist äh, können wir mal zusammen mal einbauen ähm, wenn ihr da Lust und Liebe habt und Interesse habt dann paar mal da mal komplett ein ähm, den wo man dann auch irgendwo hin platzieren kann den könnt ihr ja dann meinetwegen geschenkt haben oder sowas ne ähm, aber ich habe jetzt so also mal die Sachen von mir reingeholt ne einmal mein, äh, ich habe so einen blöden schluck auf oder so 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 ein Stein im Hals, ne? Irgendwie. Hm. Vielleicht um, liegt es vielleicht dass ich krank bin, ne? Oder na ja, krank. Ne? <laughs> das hat sich jetzt blöd angehört. Äh, äh, krank werde, ne? Äh, Grippe oder irgendwas bekommen. Ja, nö, ne? Auf alle Fälle ich hier äh, mein Futterdruck wieder reingeholt, äh, meine Futterpläne. Was ich damals im 19er gebaut habe, habe ich hier wieder reingeholt. Äh, genauso wie meinen äh, geliebten Futterautomaten, der was ja dann hier äh, in der Halle drin steht. Ähm, man kann hier dann das Tor aufmachen. Man kann dann hier reinfahren ne, und die Hühner füttern. Hier ne, geht man dann so her, ne, drückt mal halt da auf und Ding und bla 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 und kann man halt da in die Halle rein und die Tiere füttern, weil man kommt hier irgendwie ein bisschen blöd ran. Und so mit dem Hänger rückwärts da herfahren Abschnitten, ja, wäre vielleicht eine Alternative gewesen, ne? aber schaut halt nicht so schön aus. Äh, okay, gut, ne? Das ist alles basierend auf dem 19er noch. Äh, diese ganzen Sachen kennt ihr ja, ne? Zaun und so weiter, das Tor und so weiter, müssen wir dann auch noch animieren. Genauso wie das müssen wir animieren, aber wir werden uns heute in erster Linie uns einmal beschäftigen äh, mit der Navmesh. Ich habe den Verdacht, ich weiß es ist auch nicht, ne, ob funktioniert oder nicht funktioniert, aber ich gehe jetzt davon dem aus, nicht, dass es genauso ist wie im 19er, weil das ganze Gedöns beruht ja im Endeffekt auf den 19er. Das Einzige, was ja anders ist, ist ja diese XML-Geschichte. Äh, diese XML-Geschichte ne, äh, fungiert ja mehr oder weniger wie so eine Art Fahrzeugbau. Also die, alle, die wohl im Fahrzeugbau tätig waren, die wissen das ja ne, mit dieser i3D-Mapping. Ähm, zum Beispiel hier. Dass äh, hier oben bloß noch der Name drin steht, hier unten dann äh, die Mappings, äh, der Name und dahinter die Not und dann greift er praktisch auf die Notes zurück. Aber da gehen wir dann auch noch später ein bisschen weiter ein. So, wir haben uns gestern haben uns alles rüber kopiert. Machen wir uns das mal auf. Ich habe nämlich nur die Map aufgemacht. Ähm, wir haben uns gestern alles rüber kopiert und haben uns die Stall eingebaut standardgemäß hat alles funktioniert wir haben jetzt auch noch äh, hier äh, das Storbild mitgenommen etc ne, was wir eigentlich nicht mehr bräuchten denn wir haben ja fest drauf äh, man kann dann so das man kann eigentlich alles rauslöschen ne, bis auf äh, hier diesen Stall und bis auf die Navigationsmesh und die wollen wir uns heute mal angucken ja. so genau die gleiche geschichte ist es äh, mit dem Zaun hier äh, dieser Zaun ne, am originalen äh, Stall äh, bei den Hühnern sieht man ja ähm, den Zaun nicht und zwar ist es auch so ne, der greift jetzt auch über eine XML dieser Zaun man kann das machen ist natürlich der vorteil wenn man das macht ne, dann passt das sich natürlich den Terra an wenn wir uns das angucken ähm, ist dieser Zaun ist, äh, hier haben wir den Hotspot. Hier ist ein also praktisch von der Ding hier. Tipp und Drücke, Drücke, mal das Indoor Leveling. Wo haben wir sie denn hierin? Äh, nein, du bist auch nicht. Tipp ist es auch nicht. Foliage ist es nämlich auch nicht. Ähm, Leveling ist es auch nicht. Clear ist es nicht. Ich wollte mich eigentlich jetzt so nach der Reihe nach unten arbeiten. ne wo ist denn dieser Kackzaun? Hier unten ist er. Jetzt habe ich ihn gefunden. Ne? Hier ist äh, dieser Zaun hier drin. Da, jetzt bin ich daheim. So, <laughs> also praktisch hier sieht man es ja, ne? Äh, Fences steht hier drin. Also praktisch dieser Zaun und der greift jetzt über eine XML. Wenn man das jetzt genauso original machen möchten aus platzierbaren Mut, also wenn man den praktisch äh, kaufen kann im Game, muss man sich halt hier äh, die XML mit ins Spiel rüberholen. Wenn man uns jetzt diese, also praktisch muss man auch den Pfad anpassen ne, und ähm, diese XML praktisch dann auch in sein Verzeichnis mit rein kopieren. Ich mache das nicht, ne, weil der Hühnerstall ist hier fest, aber ich will es euch trotzdem mal erklären, so am Rande, bevor wir auf die Navmesh übergehen. Als Erster bat mir immer ein Zahn rundum, ne, und dann die Nervmesh. Ne. So ist es ja eigentlich die Regel. Wenn man uns die ganze Geschichte jetzt angucken, findet man auch diese XML hier herin unter Programme X86. So ist es bei mir unter dem Farming, dann unter Data und dann müsste es unter Sevels und unter Lizard drin sein, oder? Ja, yep. ne, braucht mir einfach aus diesem Pfad hier entlang gehen. Ähm, und dann ist es unter Chicken Small, äh, unter Fences haben wir gesagt. Lützert, Fences oder Lützert, Fences Farm. Fences Farm ist hierherin. Und dann sieht man es eh schon hier, ne? Äh, hier ist er äh, ja Chicken Farm Fences, ne? So, wenn wir uns das Ganze angucken, einmal die i3D dazu von dem Zahn. Ähm, wir müssen mal aufmachen und anschauen. Das ist einfach ein ganz normaler Standardzaun. Machen wir uns den auf. Mal Heute oder morgen. Macht dann jetzt. Jetzt da. Ja, ich spare immer noch ne, auf, auf meine Festplatte. Ne? So, das sieht man jetzt dann. Ne? Das wäre praktisch der Zaun hier da Müsste man jetzt daher gehen und unseren eigenen äh, Zaun reinmachen machen? Ne? Man sieht eh hier ist die Stange ne? und hier ist das ähm, Panel, also dieses Ding hier. Ne? Sieht man ja hier alles und so müsste man den praktisch dann auch äh, aufbauen hier, ähm, dass man dann praktisch hier und unsere, unsere Stange drin haben, unsere Kohle drin haben, etc. und so weiter. Und dem müsste man halt dann aus i3d in genauso wie es chance macht ne, in einen Ordner abspeichern und dann wenn wir uns die XML angucken können wir uns mal die XML aufmachen edit with note so und da sieht man es eh ne, äh, wenn man es jetzt anguckt ne, ist praktisch hier dieser Name von dem Fans. Ne, Funktion ist natürlich Dekoration ist ja ganz klar und dann Image Name ne, ist praktisch das Sturbildchen, was man hat und die Preise etc ne Kategorie wo er drin ist, äh, kommt, Soll, dass man wieder verkaufen kann. Ne? Äh, Schauen ne? dass man äh, im Game, wenn man ihn platziert hat, wieder verkaufen kann und so muss man das halt dann praktisch genauso aufbauen wie hierin. Ähm, auch mit der Translations, ne, ist ja klar, ne? äh, mit den ganzen Notes etc. Das einzige, was hier nicht mehr drin ist, ne, ist praktisch dieses i3D-Mapping, das haben sie da lassen ne? aber kann man auch mit hinzunehmen zunehmen oder auch weglassen ne? auf alle Fälle muss man den halt genauso aufbauen wie es hier drin ist, auch eine eigene XML dazu und dann hätte man ja eigentlich dann schon den Zaun dazu ne? auch wieder hier diesen Pfad anpassen. Ne? Also es ist praktisch nichts anderes als wie ein Objekt, was man äh, auf der Map verbauen würde, wenn man jetzt sagt, ne? man macht jetzt ein Deko-Objekt, eine Lampe oder sowas. Äh, ist genau das gleiche Spielchen hier. Das Einzige, was sich dann unterscheidet, ist dann hier äh, man greift dann praktisch auf diese XML zu und dann hat man, tragt man hier unter Not, ne, tragt man sich dann praktisch jeden, äh, äh, die, die Sounddinger ein, was man hat hier, äh, steht hier, ne, es ist Not 1, 2, 3, 4, 5 und dann wieder 1, ne, also praktisch sind eine Latte verschiedene Dinge, die tragt man sich hier ein und dann tragt man sie hier die auch in der, in der Ding ein, in der I3D-Mapping mit dem dementsprechenden Not Das würde heißen, man hätte jetzt hier erinnert, eine Transformgruppe. Ähm, kann ich den Original mal reinholen schnell? Importieren wir niemals mal den Original mit hier rein. C, Programm X86, Farming Simulator 22, Data bin ich noch richtig? Äh, Data Platzables. Ähm, ähm, na, jetzt hat da ist er, dann ist er checken und dann ist er hier öffnen. Ja, jetzt ist er da und platzieren wir uns den hier her. Sdg und bmp. Einfach nur mal so, ne? So würde das dann ausschauen, ohne diesen ganzen Ding hier. Und wenn man es hier reinguckt, hat man hier, hier erinnert äh, diesen Zaun hier. Hier, Fenster, ne? Und da hat man, sieht man es ja eh, ne? Fenster 1, 3 und so wird sich das dann fortsetzen. Ne? Jetzt sieht man den natürlich nicht, ne? weil er greift ja über die Transformgruppe. Ähm, man kann dann hergehen. Man erstellt sich diese Transformgruppe, also man müsste jetzt da praktisch dann auch hierherin eine Transformgruppe erstellen mit Zaun. Ähm, eine Ab-Transformgruppe, eine unter -Transform -Gruppe, ne? praktisch mit äh, Zaun 1. Ähm, und dann erstellt man sich wieder eine Transformgruppe. Die haben wir jetzt da zum Beispiel, das, das sieht man eh, ne? äh, Die sind ja alle auf dem Ding hierin. Äh, und wenn man jetzt hier reingeht und sagen wir mal importieren, so gehen wir mal zurück. Lizard. Ähm, wo haben wir ihn wieder nicht herin gehabt? blitzert, da ist er, Fences. Dann sagen wir, checken Öffnen. Jetzt ist er da. Panels Puls. Ne, sieht man ja her. So. Wenn man sich den hier reinholt, schiebt man hier her. Attributes. Muss man die auf 0 äh, setzen, ist ja ganz klar. So, dann kommt hier. Dieser hier rein. Zack. Der muss natürlich auch auf 0 sein. So. Und dann hätte man praktisch hier so unseren Zaun hier drin. Ähm. <laughs> Sieht man jetzt hier, ne? Und das wäre praktisch dann diese äh, haupt transform wo man hätte. Äh, und die kann man dann sein Zaun so verbauen wie man möchte, nachher. Ne? Also man kann jetzt dann hergehen, kann man sagen, man baut ihn jetzt dann hierher ähm, auf 90 00 00. Ja. Und so baut man sich jetzt dann seinen Zaun auf, wie man den haben will. Natürlich, während die natürlich jetzt weg hier. Können wir mal schnell machen hier. So. Du so auch. Und so wird sich das Spielchen jetzt mit dem Zahnen fortsetzen fortsetzen. Dann sagt man es da, den macht man jetzt hierher. Dann dupliziert man sich den, äh, ändert den dann auf nur 2 um. Hier oben auf 2. So, und dann kann man hergehen ne? und kann man den dann weiter hier hinschieben. Wenn man sich das Ganze hat übernimmt man dann eigentlich in der Regel äh, man lasst ja das erst einmal drin ne, für sein äh, für sein ähm, wenn man das alles dann fertig hat, ne, dass das Sturbild passt, dass der Hühnerstall funktioniert und man sagt, ne, jetzt ist es komplett tut die durch, die ganze Geschichte ich brauche jetzt nicht mehr den Hühnerstall dann kann man hergehen äh, und sagen, ne, ich lösche jetzt da hier dieses wieder raus und tag von hier diesen Not in die XML ein hier ne? so würde das funktionieren also praktisch hier unten i3d Mapping ne? schreibt man sich praktisch äh, diese Transformgruppe Fences 1 Not 1 rein äh, dahinter dann diesen äh, Not hier werden dann die 600 passt eh gerne, 600 und so würde sich das Spielchen dann auch hier oben, ne, schreibt man es dann praktisch hier auch rein, ne, Note 1 und bla. Und so würde sich das Ganze dann fortsetzen. Das könnte man jetzt auch mit meinem Zaun so machen, mit dem weißen. Aber ich mache das jetzt nicht mit meinem Zaun, weil ich lasse den einfach so fix drauf. Das funktioniert genauso gut. Der einzige Nachteil ist halt das, ne, dass er sich halt, wenn man ein unebenes Terrain hat, dass er sich halt nicht anpasst am Terrain. Das ist halt das einzigste. Aber es ist ja wurscht. Denn in meinem Fall bleibt der Stall ja sowieso da und äh, man kann ihn dann äh, weder verkaufen noch kaufen. Er ist einfach da, ob man ihn benutzt oder nicht benutzt. So mal das, mal so im Schnelldurchlauf, ne? auf Deutsch gesagt, ne? mit, diesem, mit dieser Zaungeschichte. So also wenn wir jetzt bei uns reingucken, wir haben jetzt hier Fences, ne? Das wäre praktisch diese Gruppe hier. Äh, bei mir ist er fest drin. Also sprich, kann ich hergehen. Ich habe auch schon die Transformgruppe rausgelöscht. Ähm, kann der komplett raus. So. Brauchen wir nicht, ne? Müssen man genauso äh, auch hier rauslöschen. Fences. Löschen wir den auch komplett hier raus. Fans, 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 fans so kann auch raus Brauchen man auch nicht ganz einfache Sache so speichern okay jetzt will mal weiter schauen ne es haben wir unseren Zaun gebaut ähm, wir haben jetzt alles hingekaut, wo wir hin haben wollten jetzt äh, hätten wir ähm, hier rein so habe ich das jetzt aufgemacht hier ja ne ja so, nee, muss ich offen lassen. Ne? So, ähm, wir haben wir jetzt hier irgendwo, haben wir mir jetzt der Herrin Geltricker, Geltricker, Visuals, was haben wir in Visuals? Ist der Winter drin? Kollisionstipp in der Level Warning strip. Das machen wir alles noch später. Stur, ich schaue jetzt bloß, wo ist jetzt der, ähm, da? Ist er. Ich also eh, habe ich aufmacht. Ne? Hier ist der eh. Navigationsmesh. Ne? So, da, um die handelt es sich jetzt. Die wollen wir haben, die brauchen wir jetzt. da. Okay, dann gehen wir hier hinten auf Form und dann sagen wir hier, äh, bei nicht darstellbar machen wir den Haken raus. Und somit sehen wir nachher schon mal unsere Navigationsmesh, wo die Tiere rumlaufen würden. So mal der Mikro schauen hier. Jetzt wird es interessant für die, die eigentlich das Video gucken und das wissen wollen, wie sowas funktioniert. Dieser Navmisch wird genauso funktionieren wie im 19 auch. Das ist kein großer Unterschied, bis auf paar kleine Änderungen. So, erst mal ein hier fertig machen. Also ihr habt das jetzt so offen hier, äh, alles schön äh, rundum gebastelt und gebaut, wie ihr das wollt. Wir brauchen jetzt einmal hier, was uns wichtig ist, ist unsere äh, Foodplaces. Hier Foodplaces haben wir hier drin. Das ist das, wo unsere Tierchen ähm, am Futterdruck hinlaufen und ihr Zeug knappern. So, wir müssen jetzt einmal hergehen und sagen, äh, das ist die Plane. Nein, du bist das, du bist... Das, ich brauche den wieder. So, den schieben wir uns jetzt einmal schon mal dahin, ne, wo man braucht. Äh, wir einmal so. Den braucht man nämlich jetzt als erstes. So, ein bisschen weiter her. Der ist nämlich wichtig. Dann schieben wir den auch ein bisschen weiter vor. Mal schauen da ist vielleicht so ist vielleicht gut ne oder und vielleicht ist auch hier besser da ist besser ne so. also mal wurscht, ne? so er ist da wo er hin soll so denn wir brauchen jetzt da äh, und und der geometrische Körper brauchen wir jetzt einmal an Cube ne also an Würfel so haben wir die schon mal da den packen wir uns und schieben wir mal hier rein in die Food Place 1. Wir mal her. Dann machen wir uns da ein Duplikat davon. Oder warte mal, wir können den gleich mal da hinschieben, wo wir ihn haben wollen. Den wollen wir hierher schieben. Ungefähr so: Auge mal Pi. Ne? Machen wir uns ein Duplikat davon. Und schiebt man den in die in den zweiten place so. äh, und schiebt man hier hin also die sind jetzt im gegensatz zum 19er sind die jetzt im ls22 äh, wichtig denn sonst ähm, funktioniert das ganze spiel hier nicht <laughs> mit dieser navmesh dann bekommen wir nämlich einen fehler ne? Dass die Tierchen nicht wissen, wo sie hinlaufen sollen, wenn sie Hunger haben. Also, wie gesagt, ne, man platziert sich jetzt an seinen Futterdruck und an seinen Wasserdruck äh, diese Cubes. Ne, das sind also praktisch Dienen, die ja, jetzt Endeffekt ja nur halt, äh, die hätte ich jetzt nicht verschieben dürfen. 0. Äh, die hätte ich jetzt nicht verschieben dürfen. Sondern ich muss nämlich hier die Haupttransformgruppe äh, verschieben. Das war jetzt da. Äh, so jetzt da, äh, ne? Äh, der der Cube dient der Endeffekt nur net, dass ich weiß, äh, ja, wo mein People von der transform gruppe ist, ne? Net mehr und nicht weniger. So und den können wir hierher platzieren. So. Immer ist da hierher packen. Ne? Einfach nur dass muss uns wissen, ne, wo unser äh, People ist von der Haupttransformgruppe. So machen wir das mit dem Futterdruck und macht es dann auch mit dem Wasserdruck. So. Dann haben wir das auch. Jetzt gehen wir her, äh, erstellen uns eine neue, erstellen äh, neue, eine neue Transformgruppe. Und erstellen uns eine neue Plane. Uh, geometrischer Körper, da nehmen wir jetzt einfach hier. Uh, wo ist es denn? Ebene, hier ist es. So. Transplane schieben wir jetzt einmal hier rein. Zack, ne, in diese Transformgruppe. Uh, sieht sie ja nicht ne? Okay. Sieht sie ja nicht ne? Aber jetzt sieht es. Also, hier ne, ähm, eine neue Transformgruppe erstellt, schiebt sie dann oben in diese navigations rein, erstellt eine Plane, äh, schiebt es hier in diese Transformgruppe rein. So, diese Transformgruppe ne, bleibt natürlich, ist klar, ne, auf äh, 0, 0, 0 und 0 und Rotation 0. So, Plane ist auch alles auf 0 passt, ne? So, hier schreiben wir es rein. Ähm, so was rein, schreibt es ja wurscht, ne? Äh, schreiben wir jetzt rein, ne? Äh, nav mesh Unterstrich Muster. So. Ist also einfach bloß nett, da mal wissen, wo uns unsere äh, Dinge ist. Und jetzt haben wir hier diese Plane. Da ist es jetzt wichtig, da klickt jetzt hier oben rein bei, bei Form, dann geht es hier äh, building Navmesh Mask rein und hakt hier alle unteren Haken an, bis auf die 0. Ne? Früher war es ja so, ne? wer sich noch daran erinnern kann, war ja 1 und 2 und etc. Ne? Von, von der Navmesh die Tierchen und hier hakt man einfach alle Reihen nach unten an. So, dann gehen wir auch wieder. Also, das ist wichtig, das müsst ihr machen. Äh, bis auf die Null. Dann sagt ihr okay Und jetzt da äh, ist es genauso, wie es im 19er war. Äh, skaliert sie jetzt da einfach hier, sagen wir jetzt einmal, ne? Äh, die Plane ja so, wie es das haben wollt, wie es das braucht. In den Futterdruck, ne? lasst es ein bisschen nicht so, also praktisch nicht drüber schauen, aber so, äh, ja, so knapp hin. Man kann das dann beim Einstellen äh, von der, von der nicht? kann man dann den Radius noch einstellen, ne, dann zieht er halt ein äh, bisschen am Rand, ne, zieht halt dann zwei oder drei oder vier ab, je nachdem, ne, bei den Hühnern macht man ein bisschen weniger, aber das können wir dann später noch machen, nicht? Und so müsst ihr halt nachher halt Genau die ganzen Geschichten, wenn ich sage, ich mache jetzt noch eine zweite Plane hinzu und so müsst ihr halt vom Terrain her eure Planen dahin schieben, wo ihr eure Tierchen laufen haben wollt oder wie auch immer, wie ihr es macht. Ich sage jetzt, ich mache mal einfach mal so: ein kleines bisschen überlappen lassen. Ähm, machen wir noch mal eine ne, weil es gar so lustig ist so. Äh, machen wir mal hierher, ne so machen wir mal so ein bisschen so schräg bisschen kleiner so und die schiebt sie halt dann einfach dahin wo sie es hin haben wollt machen wir einfach mal so bisschen lustig ne? so. Machen wir es einfach bloß so Gaudi halber. So, wenn ihr ja das Ganze habt, dass ihr sagt, das ist ähm, eure NAVMESH, wo die Tierchen dann laufen sollen, also die Fläche, ne, wo die Tierchen rumlaufen sollen, geht ihr her, klickt hier eure NAVMESH-Muster an und tut es exportieren, also Auswahl. Mit Dateien exportieren. So, dann müssen wir wieder in unseren Ordner rein. Mods. Äh, hier, dann haben wir es unter Placeables drin gehabt. Dann haben wir es unter Animals Chicken Barn. Irgendein so, Zack, dann nehmen wir jetzt den Test und speichern uns das Ganze jetzt ab. Jetzt könnt ihr hergehen und sagen ne, mir ähm, machen wir das Ganze jetzt da einfach wieder unsichtbar, also weg damit, ne, dass man es praktisch äh, sieht im Spiel. Ihr könnt diese Transformgruppe drin lassen, ihr könnt es aber auch wieder rauslöschen. Also das ist, äh, wenn ihr es nicht mehr benötigt, ne, dann könnt ihr es ja weglöschen, ne. Äh, wenn ihr dann ein bisschen rumbaut, ne, dann lasst es halt einfach drin. Also das ist spielt keine Rolle, ne. So, das ist ja diese Originale hier. Die machen wir jetzt uns dann äh, jetzt auch mal wieder auf nicht sichtbar. So, dann ist das alles jetzt wieder im Originalzustand. Jetzt könnt ihr ja hergehen, könnt entweder das ganze Ding äh, abspeichern. Oder ihr löscht es auch wieder hier wieder raus, ne, je nachdem. Also das ist ja jedem so sein eigenes. Uh, Ding wie er es halt macht, ne? man kann es jetzt hier drin lassen, man kann es rauslöschen etc. Also das ist wirklich so jedem sein eigenes. Wenn wir das Ganze jetzt nochmal zusammenfassen, uh, wir erstellen uns jetzt im Rückblick für die, wo es bisschen zu schnell war, erstellen wir hier unter, unter der Transformgruppe Food, uh, hier bei Food Places. In dieser Transformgruppe erstellen wir uns diese zwei Cubes. Da wir wissen, wo wir unsere äh, Peoples von der Haupttransformgruppe hinschieben müssen, die kann man dann danach hinein dann auch wieder rausnehmen oder auch einfach ausknipsen. Dann hat man die schon mal da drin, wo die Tierchen an den Druck hin müssen. Erstellt euch eine neue Transformgruppe. eine neue transformgruppe erstellen schiebt es in die navigations route not rein <kühlt> erstellt euch eine plane äh, schiebst die mit in diese äh, transformgruppe was ihr erstellt habt in meinem fall ist das die navmesh muster und hakt dann unter form und der äh, holding navmesh mesh mask hexner hakt sie dann alle häkchen an So. Ne, schaut dann so aus. Ne? Können Sie auch FI einfach reinschreiben, funktioniert auch. So, wenn Sie das Ganze habt, äh, klickt ihr dann einfach hier, NavMesh Muster an und exportiert den ganzen Spaß. So, können wir das jetzt mal hier zumachen, weil da war ja die Geschichte mit dem Zaun. Jetzt sind wir hier herin. Jetzt haben wir ja hier einmal diese originale Navmesh und einmal unsere Navmesh. Es macht ja die originale Navmesh auf, darum haben wir uns die mit drüber kopiert, macht ja die auf. Dauert wieder Zeit, ne? bis er sie aufmacht. Wichtig ist auch, äh, wenn ihr äh, die Planes verschiebt. Ähm, und eure, ähm, eure Planen hinschiebt, ne, eure Planen für, für diese Nervenmensch, wo die Tierchen drauf rumlaufen, guckt's drauf, ne, wenn zum Beispiel jetzt ein Baum ist, oder wenn ihr jetzt zum Beispiel wie dieses hier habt, ne, diese Trüge hier, dass ihr die äh, Flächen freilasst, dass da keine Kollision entsteht, ne, also wenn ihr, ähm, mit einem Baum ist oder sowas, ne? Oder oder, oder ein Stein oder sowas, ne? Äh, das hat ja alles Kollision, da müsst ihr ja die Planen außen äh, rumbauen. Äh, oder wenn so kleinere Geschichten sind, schaut blöd aus, ne? die Kollision rausnehmen. Ich würde aber eher dann die Planen schön brav äh, um die Sachen rumbauen. Aber das versteht sich ja von selbst. Ne? Ist ja klar, äh, dass, dass die Hühner nicht äh, durch den Futterdruck laufen ne? oder durch den Zaun laufen. Oder durch den Baum laufen. Das ist, man baut ja immer die so aus, um. Also das setzt ja mal voraus, dass man das nicht macht. Aber achtet drauf, sonst habt ihr ja Probleme mit euren Tierchen, dass die dann festfrieren und nicht mehr weitergehen. Blödenfalls ihr habt ihr dann auch einen Fehler in der Datei. Also ja, immer schön rundum bauen. So dass sie da eine freie Fläche zum Rumlaufen haben. So. Jetzt haben wir unsere, äh, unsere originale NavMesh reingeholt, jetzt gehen wir her, gehen wir auf Import und holen wir unsere äh, Navigationsmesh-Test rein, also die Planes wo wir uns verlegt haben. So, die sind jetzt da hier, sieht man jetzt eh, ne, die haben wir ja äh, einfach so die halber so einfach so Auge mal Piese rumgebastelt hier, dann kann man jetzt hergehen, dann zieht man einfach hier die drei Stück einfach raus, dann löscht man hier diese Transformgruppe mit wo wir uns erstellt haben, löschen wir uns und dann haben wir schon mal alles da. Ne? Wer ist dieses, äh, dieses NavMesh, äh, dieses hier nicht sieht hier, ne? dieses Teil hier, der hat hier oben unter Ansicht, unter Anzeigen, kann er hier NavigationsMesh anzeigen lassen. Ne? So, da haben wir wieder unsere drei Planen hier drin, äh, unsere, unsere äh, äh, alte NavMesh sage ich jetzt einmal. Jetzt gehen wir einfach her und sagen hier oben bei erstellen Navigationsmesh, so das ist das was ich gesagt habe ne mit dem Radius, man kann den Radius verstellen. Äh, es ist eigentlich klug, ne, wenn man hier alles äh, angehakt lässt, also praktisch, wenn man alles so lässt, wie es ist. Man kann sich dann ein bisschen spielen mit dem Radius etc. Äh, ja, soll man es machen, soll man es nicht machen. Ne. Das ist eine Geschichte. Es kann sein, dass es gut geht, kann auch sein, ne, dass es nicht gut geht. Ne. Zum Beispiel mit dem äh, Neigungslimit ne, haben wir ja auch schon mal gehabt, ne, mit diesem Bergauf, Bergablaufen und so weiter und so fort. Also da muss man sich ein bisschen ne unter der ganzen geschichte wenn man das hat gehen wir einfach hier auf erstellen und dann erstellt er uns eine neue nach so wenn ich sage jetzt schließen ne? jetzt haben wir hier unsere neue ne das ist ja die alte hier äh, man könnte jetzt die alte weglöschen ne? so man sagt man auch die planen löscht man raus hier die löschen wir auch raus. Die löschen wir auch raus. Jetzt haben wir hier rumbewegen, äh, So kann man auch ne, mit der Maus ne, schieben, wo wir es hin haben wollen. Äh, kann man machen, wie man möchte. Ne? Also es bleibt sich wurscht wie Semmel. Wenn man das Ganze hat. Ihr könnt auch, auch vorher auch eine Kopie machen eine Sicherheitskopie, ne, dass der sagt, ne, die Originale, falls irgendwas schief läuft, kopiert sie es euch dabei einmal auf den Desktop drauf, ne, ihr müsst ihr es nicht immer wieder reinkopieren, dann habt ihr halt die Originale einfach da. So, wenn man die Geschichte hat, ähm, haben wir es ja die Originale aufgemacht, ne, gehen wir einfach oben auf Speichern und die Geschichte ist fertig. So. Wenn wir die zumachen, lügt man noch mal, ob uns auch wirklich ähm, die uns abgespeichert hat, ob er uns die äh, gemacht hat, wie er soll. Da hat wieder ein bisschen. So, ne, ist da, ne. Da ist er. ja. So, wenn man möchte, kann man sich die jetzt da. <laughs> äh, sieht man eh hier, ne? Haben sie sie ja eh herin. Äh, man kann sich jetzt, da, wie ich gesagt habe, ne? Äh, man kann die jetzt da, diese, kann man jetzt da rauslöschen, weil die bräuchte man ja nicht mehr. Und dann schiebt man einfach ne, seine Planen oben rein. Äh, vollständigkeitshalber, ne? Kann man das da machen. dann schaut es da nicht so durcheinander aus. So. Jetzt haben wir diese Nervmesh erstellt. Jetzt haben wir noch hier unsere äh, ganze Geschichte hier. Von den Notes hat es ja nichts äh, verschoben. 8:30. Schauen wir mal. Ne? Normalerweise dürfte sich da nichts verschoben haben. Äh, Navigations Navigationsmesh Red 0 0:30 drin müsste passen ne? okay das einzige was wir jetzt ändern müssen ist jetzt da hier im ähm, Pfad zur i3d ne? da haben wir immer noch den originalen hier drin den müssen wir jetzt ändern und zwar haben wir die jetzt da hier wo haben wir uns die hier da haben wir es hier drin blicken einfach hier oben rein kopieren wir uns den ganzen Pfad hier und dann fügen wir uns die hier ein, sdgifv so. ändern wir die noch hier so dann haben wir hier diesen Pfad auch geändert, äh, loading-drucker, ne? footplane das sind dann so andere Geschichten, die machen wir es dann beim nächsten mal ähm, footplane ne? wäre zum Beispiel hier diese Höhe ähm, aber das ist eine Geschichte, was wir dann beim nächsten Mal angehen. Heute machen wir nur unsere Navigationsmessage. So, genau wie das hier, ne? Kann auch raus. Zack, ne? Kann weg hier. So. <laughs> Weil es beruht hier ja weiter, ne? Wenn wir uns jetzt da das ganze Ding angucken, wir haben ja auch noch hier, ne? Unsere. Äh, Foliage Areas, ne, die müssten wir es dann nachher auch anpassen, ne, wo es äh, aus Gras drauf ist. Äh, wenn man das möchte, ne, äh, äh, wenn man sie aus Mot machen, äh, dann müssten man die natürlich auch wegmachen oder vergrößern. Aber wie gesagt, ne, das machen wir dann im dritten Teil. Heute machen wir nur diesen Zahn und diese Navigationsmesh. Und um alles andere kümmert man uns dann beim nächsten Mal. <laughs> Also mir haben wir das jetzt da gemacht. Tun wir das mal minimieren hier. Machen wir auf hier. Uh, nein. Diese will ich haben. So, wir haben das jetzt geändert. Ne, bla bla bla, haben wir geändert. Der Rest interessiert uns jetzt vorerst einmal ganz und gar nicht. Und jetzt speichern wir das ab und dann starten wir einfach mal das Spiel und schauen wir ob die neue Navigation, ne? ob die funktioniert. Würde ich behaupten. Starten wir mal unser Spielchen hier. Und dann wird es ja zeigen, ne, ob der Markus sagen muss, wie wir sehen, sehen wir nichts. Ich weiß es auch nicht, ne, ob es jetzt funktioniert. Es es halt das nicht, ne, wenn man es live macht und spontan. Dann. Das Tolle ist, wenn es jetzt nicht funktioniert. Können wir auch gleich gucken, warum das nicht funktioniert? Ne, es gibt ja auch das Öftere, ne, dass es dann bei mir funktioniert und bei den anderen Leuten mal wieder nicht funktioniert. Hat man ja auch schon, ne, zum Beispiel wie mit der Verkaufsstation. Und dann hat sich unterm Strich rausgestellt, ne, dass es einfach bloß äh, ja äh, äh, Schrägstrich war ne, oder dass auf dem Farmland drauf war oder wie auch immer, so kleinigkeit was man auf die Schnelle übersieht. Man findet sich auch immer ganz toll, ne, wenn auch so viele passieren. Äh, dann kann man die dann immer auch gleich beheben. Ne? So, Start. Bestätigen. Äh, dann laufen wir jetzt einmal zu unseren Tierchen hin. Wenn sie da sind, sind sie da. Also, der Stall ist ja schon mal da. Ne? Also, das funktioniert noch. So, schauen wir bloß einmal, ne? Ob man auch Tierchen verkaufen können. Ne? Also der hat das. Er hat er jetzt nicht. Ja, wenn wir die i3D nicht äh, gespeichert haben, ne? darum hat er uns das jetzt nicht übernommen. Aber das ist egal. Ah, schauen wir mal, ne? Unter er Aber muss jetzt noch ein paar Hühner. So. Kaufen. Ja. Okay. So. Und wie wir sehen, ne, Laufen die jetzt da auf der neuen Navmesh. Ne? Ja, da laufen sie dann in den Druck rein. Ne? Also man hätte jetzt die Plane jetzt noch ein bisschen kleiner machen sollen. Oder vielleicht den, den äh, Ding verstellen sollen. Aber wie man sieht, ne, sie laufen auf der neuen Mesh. Ne? Genau das ist es ja. Und um das ging es uns ja. Ne? Es ging uns jetzt da rein nur um diese äh, Nav-Mesh, sonst eigentlich um gar nichts. Ne? Das ist jetzt, wo ich gesagt habe, ne, man müsste jetzt da hier auch äh, diese Areas und etc. und bla, bla, bla noch ändern. Aber das machen wir beim nächsten Mal, würde ich sagen. Ähm, ja, das machen wir beim nächsten Mal. Okay. Schauen wir mal, nur, ob wir es abspeichern können. Äh, ich denke mal ja. Oder Schauen wir mal speichern. Oder sonst einmal abspeichern. So. Äh, ja. Und ist auch vieler frei. So soll es ja sein. Okay, meine Lieben. Dann würde ich sagen, dann war es das für heute schon wieder. Ähm, beim nächsten Mal, ne, werden wir dann uns einmal äh, die Geschichte an, äh, annehmen mit den äh, Areas etc. und bla bla bla. Machen wir dann im nächsten Teil, ne, da wir das Gras und das alles weg haben oder woanders haben. Aber das machen wir dann beim nächsten Mal. Okay, ich sage auf alle Fälle vielen Dank fürs Reinschauen, fürs Liken, Abonnieren, Kommentieren, fürs dabei sein und ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen helfen, dass er seine Tierchen aufs Feld bringt. Okay, macht es gut, bis dann, tschüss und bye bye.